Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen aus dem Ulrich-Haberland-Stadion. Es ist wieder soweit, die U19 von Bayer 04 bestreitet heute ein Heimspiel und wir haben die Gelegenheit, live drauf zu schauen. Herzlich willkommen, liebe Fans der Schwarz-Roten und vielleicht auch herzlich willkommen an den ein oder anderen Wuppertaler, der sich hier bei uns auf YouTube nicht verirrt hat, aber vielleicht mal reinschaut, was denn die Mannschaft von Fabian Springob hier schon als krasser Außenseiter in der U19 A-Junioren-Bundesliga, in dieser Partie zumindest, leisten wird. Das wird spannend zu beobachten sein und wir werden nochmal die Gelegenheit haben, im letzten Spiel des Jahres 2021 das Team von Sven Hübscher zu begutachten, das ja immer noch ungeschlagen ist in dieser Saison, wenn wir auf die Tabelle schauen. Dortmund führt mit 22 Punkten, Rot-Weiß-Essen mit 16, so ein bisschen das Überraschungsteam dahinter, dann Schalke mit 8 Spielen und 15 Punkten und dahinter schon Bayer 04 mit 7 Spielen und 15 Punkten. Also, wenn man das richtig liest, die Tabelle, dann winkt heute vielleicht der Sprung auf Platz 2. Ja, auf jeden Fall bisher eine starke Saison der Mannschaft von Bayer 04 Leverkusen. Und wir wollen natürlich heute mal sehen, ob das denn so weitergeht gegen das Team vom Wuppertaler SV. Ich würde vorschlagen, wir schauen mal auf die Aufstellungen beider Teams und werden dann gleich beginnen auf jeden Fall mit dem Team von Bayer 04 Leverkusen. Und genauso ist es. Roy Stür im Tor. Dahinter jetzt, oder besser davor, weil dahinter kommt nichts mehr nach dem Torwart. Davor, besser gesagt, Leon Pesch, Fofana, Ese und Barak. Das wird die Viererkette sein. So viel ist definitiv sicher. Dann gibt es 2, 3 Möglichkeiten, wie Sven Hübscher das Ganze platziert hat, taktisch. Wir vermuten, dass es dann mit Noah Pesch, Felix Erken, Ayman Aurier und Zidan Sertdemir eine Art Viererkette im Mittelfeld auch gibt. Und dann vorne natürlich die volle Offensivpower mit Emrehan Gedikli und Iker Bravo. Dazu muss gesagt werden, dass Bayer 04 eigentlich heute sozusagen wieder mit der vollen Kapelle spielt. Alle Spieler sind einsatzfähig, den einen oder anderen hat es erwischt, dann sozusagen, der nicht im Kader stehen konnte. Zum Beispiel auch die Rekonvaleszenten Jan Ecke oder eben Shinyan Binjas. So, also das ist natürlich dann auch für den Trainer eine super Situation gewesen. Viele Spieler im Training, man konnte intensiv arbeiten und hat jetzt also in der, sozusagen die Qual der Wahl, kann man sagen. Auf der Bank im Übrigen Maximilian Neutgens, Abdul Bonsé, Chimoanga, Balicalioglu, Köhl, Aksoy und Jung. So, und dann schauen wir noch auf den Wuppertaler SV. Und da werden Ihnen die Namen nicht allzu viel sagen. Also wir schauen auf den Kapitän, die Nummer 8. Das ist Ardit Selmani, Mittelfeldspieler. Die Wuppertaler Spieler werde ich euch dann im Einzelnen noch einmal vorstellen. Vielleicht noch der Blick auf Joel Nickel, den Torhüter. Der kam 2019 von Fortuna Düsseldorf, stand schon zweimal im Kader für das Regionalliga-Team, das ja seit gestern Tabellenführer ist in der Regionalliga West. 3:0 in Wegberg gewonnen und das ist eine stramme Leistung. Die Wuppertaler haben da einiges aufgebaut. Da werden wir sicherlich im Laufe der Übertragung auch noch zu kommen. Also, der Trainer Fabian Springob, 27 Jahre jung, den können wir noch erwähnen, war vorher U17-Coach der Wuppertaler, seit 5,5 Jahren im Verein, vorher in Solingen tätig, dort bis 2015. Haben wir das auch geklärt und jetzt kann es gleich losgehen. Schiedsrichter wird sein Alessandro Scottice, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen, ohne genau zu wissen, wie er ausgesprochen wird. Ich hoffe, das war dann richtig, wie wir das gelöst haben. Also, es ist interessant zu sehen, wie Bayer 04, wie stark Bayer 04 bisher in dieser A-Junioren-Bundesliga West agiert. Aber trotzdem, immer wieder musst du dich aufs Neue beweisen, immer wieder auch mit Trainingsformen, mit Freundschaftsspielen, wie zum Beispiel in der vergangenen Woche gegen den SC West Köln mit 4:0. Beinahe hätte man auch gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag gespielt. Aber das Testspiel wurde dann von der SGE abgesagt. Und da hat Sven Hübscher das Ganze natürlich bedauert. Das war schade für die Spieler, vor allem aus der zweiten Reihe. Die hätten Spielpraxis sammeln können, aber hätte, hätte. Das hat dann nicht funktioniert und so hat Sven Hübscher kurzerhand am vergangenen Samstag, hier haben wir ihn übrigens im Bild, hat schon Platz genommen, ein intensives Training mit der Mannschaft vereinbart. Wir sehen beide Teams im Kabinengang. Die Wuppertaler im Übrigen auch mit einer starken Saison, das sei noch vorangeschickt, 13 Punkte, also gar nicht weit weg von Bayer 04, aber eben noch nicht unbedingt gegen die Top-Teams gespielt. Die nächsten Gegner aber jetzt Leverkusen und Dortmund. Die Teams sind da, Wuppertal ganz in Weiß und gleich dann also das letzte Spiel von Bayer 04, die letzten 90 Minuten. Und dann kommt die lange Winterpause. Zuvor aber nochmal 90 Minuten harte Arbeit. Der Kapitän ist Josua Ese bei Bayer 04. Wird vermutlich heute wieder in der Innenverteidigung agieren. Und Trainer der Leverkusener eben gerade schon kurz angerissen. Sven Hübscher, 42 Jahre alt. Er hat einiges bewegt. Werden wir gleich auch nochmal nachfragen. Im Übrigen im Halbzeitinterview bei Thomas Eichin, dem Geschäftsführer für den Nachwuchs und den Frauenbereich bei Bayer 04, für die Frauenmannschaft verantwortlich. Das war ja gestern nicht ganz so gut gelaufen beim 1:7 beim deutschen Meister FC Bayern München. Aber auch da werden wir natürlich nachfragen. Also gleich dranbleiben in der Halbzeit, das Interview mit dem Leiter Nachwuchs und Frauen Thomas Eichin. Und hier haben wir den Wuppertaler SV, der, so hat es Sven Hübscher ja formuliert, heute hier ein Bonusspiel hat. Man hat nichts zu verlieren, es wird so sein, so hat er es gesagt, dass der Gegner tief stehen wird, geduldig spielen wird und wir müssen halt Torchancen herausspielen, Tempowechsel initiieren und dann hier vielleicht auch ein frühes Tor erzielen, dann ist man zuversichtlich, diese Aufgabe zu lösen. Hier nochmal der Blick auf den niederländischen Keeper von Bayer 04, Roy Stür. Und das ist ganz klar natürlich die Marschroute von Bayer 04 mit Zidan Sertdemir, der den Anstoß ausführt. Und sofort geht's nach vorne mit dem langen Ball auf Fofana, Gedikli. Und das war ganz klar schon, dass Bayer 04 in diesen ersten Sekunden nur eine Richtung kennt in diesem Spiel. Ali Barak. Und auch schon hier zu sehen, eine Spitze. Nubisi Nukomo bei Wuppertal und der Rest mehr oder weniger schon auch im Verteidigungsmodus. Und genauso hat es der Trainer vorhergesagt. Das ist Leon Pesch, fehlte vor 2 Wochen in Köln, jetzt wieder dabei. Apropos Köln, starkes Spiel von Bayer 04 im Westen von Köln gegen den FC. In der zweiten Halbzeit, so Sven Hübscher, war mal klar die bessere Mannschaft. Fehlte nur das Tor, um sich zu belohnen. Passte dann zu dieser starken Hinrunde, die das Team gespielt hat. Und mit einem Sieg heute wäre man ganz dick drin in der Verlosung, wenn es dann in der Rückrunde um die Endrundenplätze geht. 2 Teams erreichen das Halbfinale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Und dann kommt, wie gesagt, die lange Winterpause. Ja, Ballverlust, Felix Erken. Das sind die Momente, auf die die Wuppertaler warten. Schnelles Umschalten und dann ab die Post. Aber dafür müssen sie es dann präziser spielen. Ja, das nächste Pflichtspiel dann erst am 6. Februar bei Borussia Dortmund. Werden wir sicherlich auch live übertragen. Das, ja, kann man schon sagen, Kracherspiel in Dortmund. Aber zuvor erst einmal die lange Winterpause. Sertdemir, Gedikli, Ali Barak. Sieht gut aus. Erster gefährlicher Angriff von Bayer 04. Am Ende macht dann Felix Sauer, der Wuppertaler Verteidiger, zu. Also 2 Viererketten hat der WSV aufgestellt. Vorne einen körperlich robusten Stürmer mit Nubisi Nukomo. Und es gilt also, diese zwei Viererketten zu überspielen. Fofana. Leon Pesch. Der Kapitän Josua Ese. Emrehan Gedikli verstrickt sich gegen die Wuppertaler. Und das sind die Konter, auf die der WSV setzt. Da haben wir die Nummer 9, Nubisi Nukomo. Aber kommt nicht vorbei an Noah Pesch. Und es gibt den Eckstoß für den WSV. Und das sind natürlich die Chancen, die die Wuppertaler suchen über schnelle Konter oder auch über Standards, wie hier zum Beispiel. Das ist Felix Sauer, der die Ecke tritt. Barak klärt, zweiter Anlauf Wuppertal. Der 5 Skrielc mit dem versuchten langen Ball. Und das ist Roy Stür, der niederländische Torwart, U17-Nationalspieler aktuell bei den Niederländern von Ajax Amsterdam gekommen. Sertdemir, jüngster Bundesligaspieler aller Zeiten von Bayer 04. Und Iker Bravo. Erster Abschluss für den Spanier. Also heute ist hier die geballte Offensivpower auf dem Rasen. Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt für Sven Hübscher in dieser Saison, dass er wirklich alle zur Verfügung hat. Kann sich nur positiv auswirken. Und hier haben wir Zidan Sertdemir, genau wie Iker Bravo bei Hertha BSC, eingewechselt worden. Und so hat er... Ja, ein bisschen unfreiwillig auch, aber Bundesliga-Geschichte von Bayer 04 Leverkusen geschrieben. Im Sommer vom FC Midtjylland gekommen. Also der Wuppertaler SV, durchaus eine Mannschaft, die in dieser Saison positiv überrascht hat. Platz 8 bisher mit 13 Punkten. Aber wenn wir das mit reinrechnen, wie die Ergebnisse dann sind, dann hat man zumeist auch gegen die Teams aus den unteren Tabellenregionen gewonnen. Es gab dann auch mal ein 0:8 gegen den 1. FC Köln. So, Gedikli wäre da beinahe auf und davon gewesen, Abseitsposition. In den letzten Jahren die Wuppertaler, ja, meistens im hinteren Mittelfeld, Platz 12, 2020, 2021, Platz 11, 2019, 2020. Beide Spielzeiten wurden ja vorzeitig abgebrochen. Jetzt das Leverkusener Pressing, da hilft dann nur der lange Ball. Sertdemir kommt nicht ran. Aber das ist das Spielprinzip von Bayer 04. Den Gegner jagen, immer wieder keine Luft zum Atmen geben, mit viel Athletik will man sich die Bälle sichern, möglichst weit vor dem Tor der Wuppertaler. Jetzt muss man dabei in den Rückspiegel schauen. Chimoanga mit der Flanke. Ja, nicht ungefährlich. Letztlich dann geklärt durch Noah Pesch. Also wir waren bei den Wuppertalern mit 7 Punkten gestartet, mit dem 2:1 gegen Fortuna Köln und einem 1:0 in Duisburg. Dazwischen, das muss ich korrigieren, war es ein 0:8 bei Schalke 04 und dann ein 0:4 gegen Köln. 2:0 in Düsseldorf Ende Oktober und dann nur noch ein Spiel bestritten. Ende November gegen Aachen mit 2:1. Nächste Gegner allerdings, also heute hier in Leverkusen und dann Dortmund. Und dann wird sich das Tabellenbild möglicherweise etwas, ja, wie sagt man so schön, verändern. Gedikli. Also Wuppertal verdichtet extrem das Zentrum, um dann eben auszuschwärmen aus der tiefstehenden Abwehr. Auf dieses Spielprinzip ist Bayer 04 aber vorbereitet. Oh, Fofana mit einem sehr riskanten Ball. Ese. So, und jetzt über links. Ab geht die wilde Fahrt. Aber Gedikli im Abseits, dachte er. Und dann geht er trotzdem ran. Ja, ich glaube, der erste Gedanke war der richtige. Ist ja oft so beim Fußball. Und dann hat er doch gesagt, na, pfeift keiner. Dann gehe ich doch mal an den Ball ran. Und dann war es natürlich prompt Abseits. Aber Emrehan Gedikli mit der klasse Torquote, haben wir schon des Öfteren bei den U19-Übertragungen drüber gesprochen. In 51 Partien für die U17 und U19-Mannschaft 52 Treffer. Kein Wunder, dass der natürlich bei den Auswahlmannschaften bundesweit auch im Fokus steht. Für die U19 am Ball gewesen, jetzt auch in der Länderspielpause. Der weiß, wo das Tor steht. Klasse Spiel gemacht, zum Beispiel auch in Aachen beim 13:0. Wir haben das Spiel live übertragen. Guter Ball, hier ist er, Emrehan Gedikli. Und gerade noch über die Torgefährlichkeit gesprochen und prompt das 1:0 erzielt. Das war ein Tor mit Ansage. Aber das Tor gehört auch zu 50% dem Vorlagengeber. Wenn ich es richtig gesehen habe, war es Felix Erken mit der Nummer 8. Wir schauen nochmal drauf. Erken hat Platz, hat den Blick und sieht dann Emrehan Gedikli starten. Und dass der eiskalt ist vor dem Tor, bei kalten Temperaturen, egal bei welchen Temperaturen, das ist bekannt. So, also Torquote wieder verbessert, Emrehan Gedikli, und das ist genau der Start, den sich Bayer 04 wünscht, den sich Sven Hübscher gewünscht hat. Das macht vieles leichter in dieser Partie. Na, immer wieder beeindruckend auch diese Kaltschnäuzigkeit von Emrehan Gedikli vor dem Tor. Das war jetzt eine seiner leichteren Übungen, aber da kann ich mich an die 2 Tore in Aachen erinnern. Da hat er dann eine sehr, sehr elegante Drehung aus vollem Lauf vollzogen, hat sich um seinen Gegenspieler sozusagen herumgewickelt und den Ball dann im Fallen ins Tor befördert. Das war genauso stark wie das Freistoßtor dann in der 90. Minute zum 3:0. Also, das ist natürlich heute auch mal interessant, Gedikli und Bravo zusammen zu sehen. Der Spanier auch ja, mit einem deutlichen Formanstieg, so in der zweiten Hälfte der Hinrunde. Ja, nächster Fehlpass Wuppertal, gut aufgepasst von Noah Pesch. Und jetzt geht's wieder mit Iker Bravo weiter, der das auf engem Raum hier zunächst sehr, sehr gut löst. Nochmal eine Abseitsposition von Noah Pesch. Also, die ersten 11 Minuten dieser Partie machen Spaß, weil natürlich Bayer 04 auch das frühe Tor erzielt hat. Durch Emrehan Gedikli gegen die defensiv eingestellten Gäste. Bei denen sich aber einiges in Bewegung befindet, das muss man sagen. Hauptamtlicher Jugendleiter ist seit diesem Jahr Stefan Vollmerhausen, eingestellt vom Sportchef Stefan Küsters. Man hat ehrgeizige Pläne in Wuppertal, möchte ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum aufbauen. Viele Dinge, die vielleicht auch in der Vergangenheit versäumt wurden, einfach jetzt zielgerichtet umsetzen. Und da ist durchaus Druck auf dem Kessel in Wuppertal. Also da gab es dann nach den hohen Niederlagen, dem 0:8 gegen Schalke und dem 0:4 gegen Köln, auch durchaus mal kritische Worte vom Sportchef Stefan Küsters. Jetzt schauen wir aber erstmal auf Gedikli. Bravo. Das müsste Ecke geben, genau so ist es. Ja, wenn wir versuchen, mit Mannschaften wie Schalke oder Köln mitzuspielen, dann haben wir ein Problem. Das geht nicht. Wir müssen durch Kampf und Leidenschaft kommen. Und zur Position des Trainers wurde er dann auch noch befragt. Das war im Oktober. Fußball ist ein Ergebnissport. Wir müssen schauen, dass wir in der Liga bleiben. Und dafür werden wir alles tun. Ja, also, das war einmal dann ins Gebetbuch von Fabian Springob geschrieben. Sertdemir... Ecke etwas zu kurz. Barak setzt nach. Nochmal Ali Barak. So, und da ist Iker Bravo. Kommt aber ins Straucheln in dieser Szene. Aber man sieht schon an diesen ersten Szenen, das kann heute ein schönes Spiel für die Leverkusener Offensive werden, wenn sie weiter so spielfreudig agieren. Aurier, schöner Doppelpass. Und gefährliche Grätsche führt zur Ecke. Also Wuppertal kann sich überhaupt nicht befreien in dieser Phase jetzt. Und im Übrigen auch ein ehemaliger U19-Akteur vom Bayer 04 spielt jetzt bei den Profis, der Wuppertaler Kingsley Sarpay. Kann sich auch im Moment Tabellenführer nennen. Ja, gut gemacht. Leon Pesch bereinigt da die Kontersituation gegen Azad Sari, die Nummer 3. Der Wuppertaler jetzt auch beim Einwurf. Sertdemir stark auf engstem Raum. Und Ali Barak, der ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, vor allem im zweiten Durchgang in Köln. Leider den Elfmeter verschuldet hat. Stand da schlecht in der Situation, musste dann zum Foul greifen, aber hat sich da ganz hervorragend wieder in die Partie hineingefuchst sozusagen. Robuster, körperlich starker Linksverteidiger. Über ihn laufen viele Angriffe beim Team von Sven Hübscher. Und die Angriffe, die die Wuppertaler probieren, die werden hier komplett im Keim erstickt. Es spielt in dieser ersten Viertelstunde nur eine Mannschaft, das ist Bayer 04 Leverkusen. Das war auch so zu erwarten, muss man aber dann auch erstmal umsetzen. Haben wir ja gestern gesehen bei den Profis, auch da Bayer 04 klarer Favorit und am Ende dann dieses sensationell hohe 7:1, gleich 2 Rekorde. Der höchste Bundesliga-Heimsieg der Geschichte von Bayer 04 und dann auch noch der erste Viererpack. Achtung! Das wäre ein schönes Tor geworden von Ayman Aurier. Und deren 4 Tore machte gestern Patrick Schick, hat sich damit auch in die Annalen des Vereins eingetragen. Also die Profis auf einem guten Weg im Moment in der Bundesliga auf Platz 3. Und auch die Verzahnung mit der Nachwuchsabteilung klappt immer besser. Also da werden wir dann, wie gesagt, in der Halbzeit auch mal bei Thomas Eichin nachfragen, er unser Halbzeitgast gleich dann in der Pause. Pesch auf Aurier. Oh, kommt ins Straucheln. Das Spiel läuft aber weiter. Oh, keine Chance für die Wuppertaler, die viel versuchen, sehr laufstark sind, sehen wir auch hier, aber bisher wenig Ertrag erzielen, weil das letzte Zuspiel A, auch nicht ankommt und B, weil es dann eben auch so ist, dass Bayer 04 das im Moment in der Defensive auch energisch löst. Fofana, Achtung! Ja, da müssen sie es dann schon im Verbund lösen, Fofana und Ese. Beste Phase der Wuppertaler bisher nach einer ziemlich wilden Anfangsphase. Ja, Bravo hat viel am Spielverständnis mit den Mitspielern gearbeitet in den vergangenen Monaten. Natürlich kommt auch noch die Sprachbarriere dazu, lernt aber fleißig Deutsch und hängt sich rein in den Partien. Das hat man in Köln auch gesehen. Immer wieder mit zurückgekommen, weite Wege gegangen, die Bälle gut abgelegt für die Mitspieler, dass er technisches Vermögen hat und absolute Abschlussstärke. Das ist bekannt, allerspätestens jetzt, seit er in der Verlosung für das Tor des Monats Oktober war. Wir sprachen drüber während des Spiels gegen Düsseldorf. Herrlicher Fallrückzieher. Aber das ist schon auch ein Spieler, der ein breites Spektrum anbietet. Mit Kopfballstärke, mit guter Technik auf engem Raum. Also, da wird Bayer 04 definitiv viel, viel Freude in den nächsten Jahren haben. Jetzt Achtung! Azad Sari hat viel Raum, sieht Nubisi Nukomo, aber sie machen nichts aus den Möglichkeiten, die sich ihnen jetzt so seit ein paar Minuten anbieten. Felix Erken. Sertdemir jetzt mal über rechts. Und Bayer 04 mit vielen Rochaden offensiv. Dann mal Ayman Aurier im Zentrum. Bravo über links, Sertdemir über rechts. Also das ist schwer ausrechenbar für das Team der Wuppertaler. Da haben wir den Torwart, Joel Nickel. 6 Spiele, 14 Gegentore. Die Bilanz klingt nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, da muss man eben auch die Spiele reinrechnen. 0:8 bei Schalke und 0:4 gegen Köln. Und danach hat er nicht mehr so wahnsinnig viel zugelassen. Und da sehen wir den Trainer der Wuppertaler, Fabian Springob, 27 Jahre jung. Der jetzt seine Mannschaft schon so ein bisschen nach vorne beordert. Man sieht das hier, vielleicht zu passiv in der Anfangsphase gewesen. Dann hat er umgestellt, hat gesagt, so können wir hier nichts erreichen. Und jetzt doch mehr Pressing beim WSV. Man ist da aggressiver, geht da zu Werke. Im Bonusspiel, so hat es Sven Hübscher genannt. Also Bonusspiel für die Wuppertaler. Und bei Bayer 04, wie gesagt, alle Spieler im Training diese Woche. Gestern Abend hat sich dann allerdings Christian Schwieren, der Innenverteidiger, krank abgemeldet. Das ist dann natürlich bitter für den Innenverteidiger, der lange verletzt war, Spielpraxis sammeln konnte, dann in Aachen und in Köln. Jetzt wieder den Rückfall oder beziehungsweise den Rückschlag erlitten hat. Aber ansonsten kann das Sven Hübscher aus dem Vollen schöpfen. Wird übrigens noch eine Woche trainiert bei Bayer 04. In der nächsten Woche, eine Woche noch, wird hart gearbeitet. Es sind ja auch einige schulpflichtige Spieler dabei. Die müssen das Halbjahr natürlich auch noch zu Ende bringen. Und dann gibt es nach dieser Woche Training eine 10-tägige Pause und dann wird mit den Trainingsplänen schon fleißig im Verborgenen gearbeitet, zu Hause sozusagen unterm Weihnachtsbaum. Muss man da noch ein paar Steigerungsläufe machen, bevor es dann am 7. Januar wieder losgeht. Wie gesagt, erstes Pflichtspiel für das Team von Sven Hübscher, dann am 6. Februar bei Borussia Dortmund. Ja, starke Partie von der Nummer 8, Felix Erken, nicht nur wegen seines Passes wegen seiner Vorlage zum 1:0 für Emrehan Gedikli. Aber der zieht geschickt die Fäden im Mittelfeld. Viele Ballkontakte. Hier hatten wir ihn wieder kurz am Ball. Sadik Fofana, auch über ihn haben wir oft gesprochen, jetzt in dieser Hinrunde umgeschult zum Innenverteidiger, der ehemalige Aachener. Und die taktischen Maßnahmen, die Sven Hübscher und sein Trainerteam in dieser Hinrunde eben ergriffen haben, die passen soweit. Bravo steht ziemlich frei und es macht dann am Ende Zidan Sertdemir. Das geht so leicht, das geht so einfach. Der WSV nur ballorientiert unterwegs und hat den Rückraum völlig vergessen. Zidan Sertdemir, nächster Leverkusener Treffer in der 25. Minute. Wir schauen nochmal drauf. Da haben sie, glaube ich, sogar ein bisschen auf Abseits gespielt, die Wuppertaler. Emrehan Gedikli eben noch Torschütze, jetzt Vorlagengeber. Ja, das geht dann zu einfach, die Wuppertaler zu passiv in der Rückwärtsbewegung. Und so kann es dann heute schon wieder ein wunderbarer Leverkusener Fußballtag werden, nachdem es ja gestern 7-mal eingeschlagen hat. Im Vierterkasten muss man jetzt nach 24 Minuten die Frage stellen, ja, wohin führt das jetzt an diesem Vormittag? In der Form Wuppertal sicherlich nicht konkurrenzfähig, wenn sie es dann so weiter verteidigen wie in diesen ersten 24 Minuten. Dann kann es hier am zweiten Advent ziemlich fröhlich werden im Ulrich-Haberland-Stadion. Gedikli nachgesetzt. Wuppertal nach 10 ganz guten Minuten zwischendurch jetzt im Moment wieder vogelwild unterwegs. Pesch hat ganz, ganz viel Platz. Nächster Abschluss. Sein Bruder machte es, Noah Pesch. Also das war eine Kombination der beiden Brüder. Ah, man sieht es auch schon an diesem Rückpass. Wuppertal doch schwer nervös geworden jetzt, allerspätestens durch diesen zweiten Treffer. Man hat bei 04 im Moment gar nichts entgegenzusetzen, die das auch gut lösen. Foulspiel an Iker Bravo und das ist doch eine schöne Sache. Den kann er sich gleich selbst zurechtlegen, den Ball. Ja, wenn er nicht wahrscheinlich Zidan Sertdemir auch die Absicht hätte, auf Torejagd zu gehen. Aber wenn der Sertdemir heute nicht mitspielen würde, würde ich sagen, das hätte Iker Bravo selbst gemacht. Aber so die 29 mit der nächsten Chance bei Bayer 04. Ayman Aurier bewirbt sich auch. Die 27. Minute im Ulrich-Haberland-Stadion. Aurier oder Sertdemir? Wer macht's bei der Werkself? Sertdemir flach unten durch, das gibt's doch nicht, das 3:0, so ein freches Ding von Zidan Sertdemir, Wahnsinn, auch diese Effektivität und großer Beifall auch, im Übrigen nicht nur von den Zuschauern, sondern auch vom Trainerteam für diese raffinierte Variante. Ist der abgebrüht, Zidan Sertdemir. Wir schauen gerne nochmal drauf, so ein freches Ding. Ja, der macht das natürlich stark, hat ein bisschen Glück. Der Ball wird noch von Nubisi Nukomo glücklich auch noch abgefälscht. Also da kommt dann alles zusammen. Der Pfosten war noch im Spiel. 27 Minuten, 3 Tore. Das rechne ich jetzt nicht hoch auf 90 Minuten, weil ich glaube, das ist zu optimistisch vielleicht. Aber nach dem Torfestival gestern gegen Fürth haben wir heute wieder eine Partie, in der Bayer 04 extrem torhungrig agiert. Also, wir sortieren das Ganze nochmal. 1:0. Gedikli, schöner Pass von Felix Erken. 2:0. Oh, wir kommen da gar nicht zu. Nächste Möglichkeit. Barak in letzter Sekunde. Fabio Bachmann rettet zur Ecke. Es bricht über Wuppertal herein. Diese Anfangsphase ist ganz, ganz stark von Bayer 04. Also 1:0 Gedikli, 2:0 Vorlage Gedikli und 3:0 dann gerade eben durch Zidan Sertdemir. Klasse Start von Bayer 04. Doppeltorschütze Sertdemir. Jetzt bei der Ecke. Bravo verpasst. Ein bisschen Billard und dann kann es Wuppertal vielleicht mal beruhigen, aber ganz bestimmt nicht so. Josua Ese, dann haben sie mal nach lange mal wieder den Ball. Aber was mir gut gefällt beim Team von Sven Hübscher, sie sind konzentriert, torhungrig. Gehen nicht nach einem 1:0 oder einem 2:0 in den Verwaltungsmodus, sondern machen das bisher hier sehr seriös und konzentriert gegen den klaren Außenseiter, der sich aber auch extrem schwer tut. Gedikli. Sertdemir. Herrlich, wie viel Platz der hat. Das kommt nicht in jedem Spiel vor. Erken. Und ganz frei. Pesch, Gedikli, nächster Leverkusener Treffer. Wer will noch nicht? Nee, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So heißt das Sprichwort. Und das passt irgendwie heute zu dieser Partie. Bayer 04 spielt es richtig stark. Aber Wuppertal verteidigt auch desaströs. Nochmals, Sertdemir. Und Felix Erken macht auch eine überragende Partie im zentralen Mittelfeld. Sieht da Noah Pesch reinstarten. Und Gedikli, Tor Nummer 2. Zweimal Gedikli, zweimal Sertdemir. Das ist schon richtig beeindruckend, was Bayer 04 Leverkusen hier zelebriert. Und die schlechteste Nachricht für die Wuppertaler: Es ist erst die 30. Minute. Das kann noch lang werden, wenn sie das so weiter verteidigen hier. Kein Rezept gegen die nochmal zum ersten Mal eigentlich komplett besetzte Offensive. Das hing natürlich auch bei Bayer 04 damit zusammen, dass im Profibereich durchaus Bedarf bestand, dass man eben dann auch durch Verletzungen sich in der U19 umschauen musste. Ja, souverän gelöst von Fofana. Ja, Wuppertal versucht, aber da bleibt es bei den Versuchen bisher. Also im Herbst dann oft Personalnot bei den Profis. So kamen dann auch, so ehrlich muss man dann ja sein, Zidan Sertdemir und Iker Bravo zu ihren Bundesliga-Debüts. Aber wenn die dann alle mal zusammen sind hier in der U19, dann muss man schon ganz klar feststellen, dass das ein sehr, sehr talentierter Kader ist. Auch gut zusammengestellt. Robuste Kämpfer dabei, feine Techniker. Das ist eine gute Mischung, die Bayer 04 hier zusammen hat. Und da wird man ein Wörtchen mitsprechen um den zweiten, vielleicht sogar ersten Platz, wobei Borussia Dortmund da eben die Ausnahmestellung eben inne hat. Auch schon in der Tabelle etwas mehr enteilt. Also das ist eine Katastrophe, was die Wuppertaler sich da zusammenspielen. Und da bekommt der Emrehan Gedikli das nächste Tor quasi auf dem Silbertablett serviert. 5:0 nach 32 Minuten. Das ist ein Vollwaschgang, der da über die Wuppertaler hereinbricht. Ein unfassbarer Querpass der Nummer 4. Odin, Redier. Und das darfst du einem Emrehan Gedikli nicht anbieten. Das nimmt er dankend an. Die jubelt schon kaum noch. Jetzt beim 5. Treffer. Das war spielend leicht. Extreme Nervosität beim Wuppertaler SV. Also dreimal Gedikli, zweimal Sertdemir. Ist auch nicht so schlecht fürs Torverhältnis. Liegt jetzt bei plus 16. Im Übrigen exakt gleich wie bei den Profis. Auch da ist es plus 16. Also viele Parallelen heute bei den Spielen an diesem Wochenende von Bayer 04. Chimoanga ist das mit der Nummer 7 beim WSV. Ja, was bleibt dem Wuppertaler Gästen jetzt noch? Die Flucht nach vorne kann ganz böse enden. Hinten reinstellen hilft auch nicht wirklich. Versuchen hier die ganz katastrophale Niederlage mit 8, mit 9, vielleicht sogar mit 10 abzuwenden. Das muss im Moment das Ziel sein und vielleicht hoffen, dass sich Bayer 04 irgendwann ausgetobt hat. Aber wie ich Sven Hübscher so kennengelernt habe, wie ich ihn einschätze, hat der da keine Lust drauf, hier seiner Mannschaft zu sagen, boah, jetzt macht mal halblang, zumal man hat ja auch 2 Monate Pause, also man kann noch mal alles rauspowern. Der wird weiter nach vorne bitten. Gedikli. 3 hat er schon. Sertdemir. Das war dann ausnahmsweise mal im Zentrum zu eng, aber sehr stark wieder von Noah Pesch mit nach hinten gearbeitet. Das zeichnet auch das Leverkusener Spiel aus. Also wir wollen hier nicht nur die Offensive loben. Defensiv sieht das bisher auch recht gut aus. Minuten noch für die Wuppertaler, dann haben sie es fürs Erste überstanden. Und nach diesen 10 Minuten dann auch nochmal der Hinweis, Thomas Eichin, unser Halbzeitgast, der Leiter Nachwuchs und Frauen bei Bayer 04. Mit ihm können wir dann natürlich auch angesichts dieses Spielstands ganz entspannt mal auf die Jugendarbeit in diesem Jahr schauen, auf die Frauenmannschaft, die ja auch eigentlich eine tolle Saison gespielt hatte. 5. wurde im letzten Jahr. Im Moment läuft es nicht ganz so gut. 4. Niederlage in Folge gestern kassiert beim FC Bayern. Aber da werden wir gleich mal mit Thomas Eichin drüber sprechen. Was war, was wird. Ein absoluter Fachmann bei Bayer 04. Langjähriger Bundesliga-Profi, Manager bei Werder Bremen, den Kölner Haien und jetzt seit dem Sommer 2020 eben unterm Bayerkreuz tätig. Auch mit dafür, oder ja, auch federführend dafür verantwortlich, dass das hier bei der U19 so gut läuft. Hat mehr Athletik, mehr Power, mehr Intensität auch in den Trainingseinheiten gefordert, auch bei der Frauenmannschaft. Legt großen Wert auf Ausdauer und eine hohe Intensität. So, was gibt's jetzt? Jetzt gibt es Freistoß für den WSV. Das könnte mal etwas werden für die Gäste. Foulspiel an Felix Sauer mit der Nummer 2. Hier schauen wir nochmal drauf. Boah. Also Aurier sagt, ich habe ihn gar nicht berührt. Oh, gibt es sogar noch Gelb. War das jetzt fürs Meckern oder fürs Foul? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber sei es drum. Fand ich jetzt nicht unbedingt freistoßwürdig, aber das ist ja das Schöne beim Fußball. Alles Ansichtssache. Haben wir ja gestern auch gesehen bei der Partie Dortmund gegen Bayern München. Da gibt es immer im Fußball verschiedene Sichtweisen. So, kann Wuppertal das Unheil hier zumindest minimieren? Beinahe ist die Antwort. Das war eigentlich der erste richtig gefährliche Abschluss in dieser ersten Halbzeit. Aber Roy Stür musste nicht eingreifen. Josua Ese. Sehr, sehr umsichtig auch heute, auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Also da hat Sven Hübscher auch an der Vielseitigkeit seiner Spieler großen Anteil. Stichwort Fofana vom zentralen Mittelfeld in die Innenverteidigung. Ese kann beides spielen. Das ist wichtig im heutigen Profifußball dann später oder aber auch im Nachwuchsbereich, dass du zumindest die Möglichkeit hast, mehrere Positionen zu spielen. Zidan Sertdemir, gerade am Ball gewesen, auch so ein Beispiel, kann da auch im vorderen Bereich einiges abrufen. Natürlich auf der offensiven Mittelfeldposition. Zu Hause. Aber auch aufgrund seiner Körpergröße vielleicht auch mal eine Möglichkeit, ihn als Stürmer einzusetzen. So oder so. Ob jetzt mit Zidan Sertdemir als Stürmer oder vor allem wie heute im offensiven Mittelfeld, hat Bayer 04 das Geschehen hier komplett im Griff. Und jetzt kommt natürlich der Spruch des Reporters. Wer sich jetzt erst einschaltet, der hat natürlich richtig viel versäumt. 5 Tore. Aber das Gute ist, den Livestream könnt ihr euch auch im Nachklapp nochmal anschauen. Also dann ganz in Ruhe. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, einfach mal nach der Partie dann nochmal, ja, sich einschalten, dann kann man sich die teils wunderschönen Tore von Emrehan Gedikli und Zidan Sertdemir nochmal ganz in Ruhe anschauen. Ja, Bayer 04 hat jetzt so ein bisschen zum Ende der ersten Halbzeit ganz vorsichtig den Fuß vom Gas genommen. Etwas ruhigere Phase jetzt gehabt. Das ist, wenn man den Berg jetzt auch runterrollen lässt, dann beim Autofahren. So ungefähr kann man es vielleicht sehen. Man hat schon sich auf einem hohen Niveau bewegt. Jeff Chuange mit der Nummer 7, der mit den häufigsten Ballkontakten noch. Zwillingsbruder Ken spielt im Übrigen bei der U19 der Düsseldorfer Fortuna. Da gibt es die eine oder andere Querverbindung schon auch in dieser Partie. Wie gesagt, Kingsley Sapai nach seinem Vertragsende in Leverkusen zum Wuppertaler SV gewechselt in die Regionalligamannschaft, die, um das nochmal zu betonen, ja, auf einem guten Weg ist. Tabellenführer, abseits Iker Bravo in der Regionalliga West. Da sieht es richtig gut aus. Man befindet sich so ein bisschen im Zweikampf mit Rot-Weiß-Essen. Das wird spannend noch in der Rückrunde. Welche der beiden Traditionsteams den Sprung in die dritte Liga schaffen wird. Die Historie der Wuppertaler bei denen sich, wie gesagt, vieles ja, tut. Auch im Hintergrund mit Peter Neururer, das Vorstandsmitglied, jetzt neu hinzugekommen kürzlich. Also da ist einiges in Bewegung. Die Historie des Clubs gibt es ja auch durchaus her, dass man Erfolg haben darf. Immerhin, mal lang ist her, 1973 im UEFA-Pokal gewesen. Eine Runde gegen den polnischen Vertreter, dann aber ausgeschieden. Da gab es aber auch ein faszinierendes 5:4 im Hinspiel gegen Ruch Chozow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aber 5:4 damals mit dem legendären Torjäger Günther Pröpper, der übrigens am 8. Dezember 80 Jahre alt wird. Der hat so ein bisschen wie Emrehan Gedikli hier im Nachwuchsbereich getroffen. Weiß nicht, ob man den Vergleich ziehen kann, aber 294 Spiele für den WSV, gerade nochmal nachgeschaut. 182 Tore. Ehre, wem Ehre gebührt. Kann man alles in Ruhe erzählen, weil sich auf dem Spielfeld, ihr seht das, nicht so wahnsinnig viel tut. Bayer 04 passt sich im Moment Richtung Halbzeitpfiff. Ja, clever gelöst von Bravo. Sah, dass dann Barak hinter ihm stand. Lässt den Ball dann sozusagen mit einer Körpertäuschung durch. Und vielleicht nochmal die Gelegenheit über Leon Pesch. Gedikli. Sertdemir. Erken. Barak. Aurier. Iker Bravo, der immer wieder auf den Flügel ausweicht, nicht den klassischen Mittelstürmer gibt. Ja, das ist dann auch zu wenig, was die Wuppertaler dann auch im Aufbauspiel hier zeigen. Ein gefährlicher Freistoß und dann immer wieder auch Abspielfehler, Stellungsfehler, Fehler im Zweikampf. Und auf der anderen Seite eine spielfreudige Bayer 04-Mannschaft, torhungrig, mit viel Zug zum Tor, dynamisch, kreativ. Also da kommt dann so ein Ergebnis zustande. Und ganz ehrlich, die Wuppertaler werden froh sein, wenn es jetzt gleich den Halbzeitpfiff gibt, nämlich genau jetzt. Wuppertaler SV, die U19-Teams im Vergleich. Zweiter Teil, also da stellen sich dann zwei Fragen. Kann Wuppertal hier das Ganze noch einigermaßen erträglich gestalten? Oder der andere Ansatz, hat Bayer 04 jetzt noch die Gier und die Lust, eben mehr Tore zu erzielen und das Ergebnis hier vernichtend sozusagen zu gestalten? Ja, also es muss der Anspruch sein, wenn wir nach den Worten von Thomas Eichin gehen, das Ganze hier eben noch deutlicher werden zu lassen. Da werden wir dann mal drauf schauen und auch, ob es personelle Wechsel gegeben hat. Nach derzeitigem Stand beide Teams unverändert. Ja, die alte Felix-Magath-Methode nach 20 Minuten schon dreimal auszuwechseln, das ist halt heute auch nicht mehr zeitgemäß. Und vielleicht gibt eben auch Wuppertal bzw. sein Trainer Fabian Springob eben den Spielern die Gelegenheit, das Ganze vielleicht so ein bisschen wieder gut zu machen, was sie da im ersten Durchgang defensiv, ja, man kann es durchaus sagen, verbockt haben. Aber wie gesagt, da gehören immer zwei zu, Bayer 04. Auch sehr, sehr zielstrebig, torhungrig und eben auch effektiv. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Dann hat man da vorne mit Gedikli und Sertdemir, Iker Bravo auch richtig, richtig Qualität. Da haben wir ihn, Emrehan Gedikli. Aktiv, aktiv! Wuppertal mit Lilian Reyes Mellado war das eben mit der Nummer 11 auf Nubisi Nukomo, den Neuner. kann man vielleicht auch die zweite Halbzeit mal nutzen, um dann die Wuppertaler Spieler so ein bisschen auch vorzustellen. Lilian Gabriel Reis Mellado, also das ist ein klangvoller Name, spielt im zweiten Jahr in der U19, 2 Treffer erzielt bisher bei 7 Spielen und hat alle Juniorenteams beim Wuppertaler SV durchlaufen. Und dann haben wir noch Johann Nubisi Nukomo, die Nummer 9, beim Alemannia Aachen ausgebildet und seit 2019 beim WSV. Ja, Wuppertal hat sich auf jeden Fall was vorgenommen, nach einer möglicherweise etwas schärferen Ansprache von Fabian Springob. Das merkt man gleich in diesen ersten 2-3 Minuten. Man geht zumindest dynamischer zu Werke. Jetzt mal ein Standard für den WSV. Das macht die Nummer 2, Felix Sauer. Aber das sind natürlich Traumbälle eigentlich für einen Torhüter. Jetzt musste sogar Roy Stür auch mal fausten, aber die dann so lange unterwegs sind ohne Druck, das ist meistens kein Problem. Aurier, klasse gemacht. Tick zu lange gewartet, war natürlich ein Schubser. Also den kann man auch schon mal abpfeifen. Aber nach der ersten Bewegung wäre das Abspiel dann wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Da haben wir es nochmal. Aurier, bearbeitet von Azad Sari mit der Nummer 3. Ja, lassen wir mal so stehen. Eine Kann-Entscheidung, vielleicht keine Muss-Entscheidung. So würde ich es dann vielleicht beschließen. Ja, und Roy Stür, der hat sich nach 45 Minuten mit viel Standfestigkeit jetzt wahrscheinlich vorgenommen. Jetzt muss ich mich bei der Kälte mal ein bisschen bewegen. Hat er richtig gut gemacht, gut antizipiert. Aber das ist natürlich insgesamt dann für einen Torhüter dann bei einem solchen Spielverlauf nicht ganz einfach. Muss der irgendwie die Muskeln zum einen warm halten, aber eben auch die Konzentrationsfähigkeit hochhalten. Denn wenn dann mal einer durchrutscht, musst du zur Stelle sein. Fofana auf Reus Dürr. So viel Ballkontakte hat er, glaube ich, fast im ganzen Spiel noch nicht gehabt. Und Felix Sauer über die rechte Seite bei den Wuppertalern. Das ist der Kapitän Ardit Selmani gegen den anderen Achter, Felix Erken. Ich bleibe dabei, der macht ein klasse Spiel. Nicht nur wegen seiner Vorlage zum 1-0. Der steht gut, der gewinnt die Zweikämpfe, der hat ein gutes Auge beim Passspiel. Starke Partie von Felix Erken. Nicht nur von ihm, aber ihn kann man dann auch mal herausheben, weil er nicht zu den Gediklis, Serdemirs, Bravos und Co. zählt, die natürlich durch ihre Offensivaktion mehr auffallen. Aber das ist dann schon, denke ich, auch mal wichtig, auch mal einen solchen Spieler, der so ein bisschen im Hintergrund steht, hervorzuheben. Also, klasse Partie von Felix Erken. Und auch jetzt wieder Zweikampfsieger. Also stark, was der spielt. Konzentriert. Oh, und dann nochmal ein unnötiges Foul, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Wuppertaler gegen Leon Pesch. Da hat man auch den Schrei bis hierhin, bis zum Kommentatorenplatz gehört. Wir schauen nochmal drauf. Hat dann einen Schlag abbekommen. Etwas zu sehr durchgezogen vom Kapitän der Wuppertaler, Ardit Selmani, italienischer Abstammung, in seinem ersten Jahr bei der U19 des WSV. Oh, Fofana, wilder Pass, nochmal gut gegangen. Aber das sind genau die Dinge, die auch eben Thomas Eichin angesprochen hat im Halbzeitgespräch. Ja, das war gut nachgesetzt, stark gemacht. Beinahe der Wuppertaler Keeper Joel Nickel mit dem Riesenbock. Das war eine positive Szene, dass man den Gegner jagt, aber eben dann die Pässe im Aufbauspiel, die man so ein bisschen herschenkt. Das will man eigentlich nicht sehen, da der Ball eben von Fofana... Kein gutes Beispiel. Aber es muss ja auch immer noch Luft nach oben geben. Man will sich immer verbessern. Das ist in Leverkusen das Ziel. Nicht zufrieden sein mit dem, was man anbietet, mit dem Ist-Zustand. Und dafür wurde ja auch Thomas Eichin geholt, der wiederum dann auch einen extrem ehrgeizigen Trainer mit Sven Hübscher verpflichtet hat, der den Spielern auch... definitiv, das kann ich bestätigen, dass das nötige Feuer vermittelt, immer wieder auch antreibt. Gleichzeitig hat er aber auch immer wieder, hier haben wir ihn im Bild, gesagt, man ist natürlich irgendwo auch Ausbilder, man ist auch für die Jungs da, wenn sie Probleme haben, ob es jetzt schulischer Natur sind, auch private Dinge, die man dann auffängt. Also da hat man schon ein breites Spektrum abzudecken, aber natürlich fußballerisch schlummert da in vielen Spielern der U19 sehr, sehr viel Potenzial. Und das gilt es halt ständig zu wecken, da nie zufrieden zu sein. Und dafür stehen Thomas Eichin und Sven Hübscher jetzt hier im Falle der U19. Barak. Ja, Iker Bravo eben schon angezeigt. Ich stand frei. Und jetzt die Möglichkeit. Ayman Aurier trifft den Ball nicht komplett rund, so würde ich es mal beschreiben. Mit dem etwas schwächeren linken Fuß. Großchance auf das 6. Tor. Klasse gespielt von Sertdemir. Genau den richtigen Moment erwischt. Und dann, ja, Ayman Aurier beim Abschluss. Nicht ganz so präzise. Einer der wenigen Abschlüsse, die nicht funktioniert haben bis jetzt. Ja, der Aurier sagt sich, hallo, also dreimal Gedikli, zweimal Sertdemir. Ich möchte auch, mal ein Tor machen heute. Hat ja schon das ein oder andere Mal getroffen in dieser Hinrunde. Unter anderem jetzt auch in Aachen das Führungstor erzielt. Bravo, Gedikli, Gedikli zum 4. Nein, abseits und war auch nicht drin. Ja, sie fangen wieder an, Karussell zu spielen mit den Wuppertaler Abwehrspielern. Nach so 10 Minuten haben sie sich das etwas verhaltener angeschaut. Jetzt könnte es für die WSV-Akteure schon wieder schwierig werden in der nächsten Phase, wenn Bayer 04 die Gier beibehält aus dem ersten Durchgang. Die Kaltschnäuzigkeit auch vor dem Tor. Ja, das sind die Pässe, darüber haben wir auch gesprochen, Wuppertal, wenn sie hier überhaupt eine Chance haben wollen, zumindest im zweiten Durchgang, ja, hier ein Remis zu landen, so möchte ich es mal formulieren, dann kannst du halt dir nicht so ein Aufbauspiel erlauben. Klar ist das leicht gesagt, der Gegner presst hoch, setzt unter Druck, verursacht Stress, aber das kommt dann definitiv zu häufig vor, dass dann der lange Ball im Aus verschwindet. So hast du dann keine Chance auf einen kreativen Spielaufbau. Und die Geschwindigkeit ist ja dann auch nochmal ein Thema. Das ist auch dann eine Nummer zu groß für den WSV, die sich aber zumindest engagierter, das waren sie vorher auch wahrscheinlich, aber auch etwas dynamischer präsentieren. Na, schau mal an, eine Chance für den Wuppertaler SV durch den Kapitän Ardit Selmani. Gar nicht mal so schlecht gemacht, technisch durchaus hochwertig. Und die Ecke tritt die Nummer 10. Giulio Multari kam im Sommer von der U19 von Viktoria Köln. Einer der Stammspieler bei den Wuppertalern. Aber auch hier bleibt es dabei. Das ist zu harmlos. Und auf der anderen Seite geht die Post ab. Noah Pesch, aber macht da zu wenig draus aus dem Freiraum, den er hatte. So, jetzt wieder das Pressing, klasse gemacht von Sertdemir, der ja, natürlich hier seine ganze Klasse zeigt. Auch taktisch viel dazu gelernt, der Däne. Dreh- und Angelpunkt natürlich heute. Und zweifacher Torschütze. Stunde rum. 5:0 für Bayer 04. Da hat man es den Wuppertalern ordentlich gegeben im ersten Durchgang. Und jetzt hat der WSV das zumindest defensiv ein bisschen stabilisieren können. Vielleicht auch, weil der ein oder andere Prozentpunkt an Konzentrationsfähigkeit jetzt nicht mehr so da ist. Bei Bayer 04 haben wir eben gerade bei Emrehan Gedikli gesehen. Da verspringt der Ball bei der Ballannahme. Das ist ihm, glaube ich, im ganzen ersten Durchgang nicht passiert. Fofana. Felix Erken. Ese, Wuppertal steht wieder tief. Barak sieht Bravo. Das war dann mit zu viel Kunst. Ja, gutes Pressing von Noah Pesch. Und nochmal Ecke für Bayer 04. Und vielen Dank. Wir bekommen gerade die Information. 200 Zuschauer im Übrigen hier. Das wollen wir nicht unerwähnt lassen im Ulrich-Haberland-Stadion. Und Rot-Weiß-Essen liegt gerade mit 0:2 in Duisburg zurück. Das ist jetzt insofern relevant, weil Bayer 04 so mit 18 Punkten auf Platz 2 springen würde, hinter Borussia Dortmund. Also das ganze Unterfangen heute natürlich mit einer doppelten Belohnung. Und wenn man mit Platz 2, der ja am Ende berechtigen würde, zum Platz an der Endrunde abschließen könnte, wäre das eine feine Sache. Bisschen zu viel Platz jetzt gerade für Wuppertal, auch in dieser Sequenz. Wenn sie es dann besser ausspielen würden, dann könnte man hier sogar mal auch über einen Wuppertaler Treffer reden. Aber es ist dann einfach offensiv nicht stark genug. Und auf der anderen Seite dann stark gespielt der Ball auf Emrehan Gedikli und Iker Bravo. Die beiden müssen vielleicht im Zusammenspiel noch ein bisschen üben. Die haben ja nicht so oft zusammengespielt. Ich meine sogar, es ist das erste oder das zweite Mal heute, müssen wir nochmal nachschauen, dass sie überhaupt zusammengespielt haben. Weil ständig dann auch Verletzungen, Personalrochaden durch die Profimannschaft dazu kamen. Ich glaube, wenn Gedikli und Bravo dann auch noch ein perfektes Zusammenspiel entwickeln, dann ist das in der U19 A-Junioren Bundesliga West. Da gibt es nicht viel Besseres. Ja, wir schauen nochmal nach Dortmund natürlich. Klar, die haben natürlich auch eine herausragende Offensive. Bradley, Fink und Co. Aber dann gleich dahinter sehe ich nach allem, was wir gezeigt haben hier bisher in der Hinrunde, durchaus Bayer 04. Was das Offensivpotenzial angeht. So, und jetzt beinahe der Fehler, gut nachgesetzt von Emrehan Gedikli. Der lauert weiter. Der will es dem Patrick Schick gleich machen von gestern mit seinem 4. Tor. Seitenverlagerung von Alma Skrijelc. Ja. Ah, Wuppertal mit mehr Offensivaktion. Das können wir festhalten. Gerade der Abschluss von Reyes Mellado. Ali Barak war zur Stelle. Also was immer auch Fabian Springob seinen Spielern erzählt hat, das sieht dann schon etwas strukturierter aus jetzt nach 63 Minuten. Vielleicht hat er auch ein bisschen an die Ehre appelliert. Also wir wollen uns jetzt hier nicht zweistellig abschießen lassen. Ohne dass die ganz große Torgefahr da ist. Ist das ein ganz klein wenig ausgeglichener jetzt. Wuppertal mit mehr Ballbesitz, Ballbesitzpassagen. So wie jetzt auch, lassen sie dann mal zumindest für ein, zwei Minuten den Ball ganz gut laufen. Und bis dann der Fehlpass kommt, Felix Erken, Sertdemir, Aurier. Und dann ist es am Ende Emrehan Gedikli. Wer auch sonst, haben wir gerade über den Viererpack gesprochen, da macht er ihn 6:0 für Bayer 04. Schön herausgespielt. Und jetzt haben wir zwei Viererpacker an diesem Wochenende. Patrick Schick bei den Profis und Emrehan Gedikli, der ja auch Profi ist, Profivertrag unterschrieben hat bei Bayer 04. Aber das war natürlich mit blendender Übersicht von Ayman Aurier auf Emrehan Gedikli abgespielt. Und der nimmt den Ball gleich mit nach Hause heute wahrscheinlich. 4 Treffer. Emrehan Gedikli, 2 Tore, Zidan Sertdemir. Zum Jahresabschluss zaubern sie nochmal, die U19-Spieler von Bayer 04. Und es gibt den Wechsel bei Wuppertal. Dienstschluss für den Kapitän Ardit Selmani. Und jetzt schauen wir gleich mal, wer da reinkommt beim WSV. Das ist die Nummer 14, Amer Hotza. Und da werden wir gleich auch nochmal Informationen zu dem Spieler der Wuppertaler nachreichen. Bevor Felix Erken aber erstmal den nächsten Zauberpass spielt. Also, Amer Hotza, Deutsch-Kroate, kann alle Positionen im zentralen Mittelfeld spielen. Erstes Jahr bei der U19. Und hat auch bisher erst ein Spiel gemacht. 3 Minuten, bekommt dann hier 25 dazu in Leverkusen. Aussichtslos liegt der WSV mit 0:6 hinten. Das heißt jetzt auch Spielpraxis eben für die, die sonst nicht so häufig spielen. Kann man dann auch mal so machen. Iker Bravo hat bisher noch nicht getroffen. Der Spanier, also... Das wird ihn wurmen, ja, wenn man mal sich seine Körpersprache anschaut, gerade nicht im Bild. Ah, der ist sicherlich da, also man will jetzt nicht von Frust sprechen, aber der will natürlich auch gern mal heute. Wenn es dann schon so ein Spiel gibt, wo viele Tore entstehen, da muss er seinem eigenen Anspruch nach auch treffen. Vielleicht... Ja, noch in der Schlussphase. Jetzt auf jeden Fall erstmal 2 Wechsel. Wir sehen da Aron Chimoanga mit der Nummer 10. Und das müsste Abdul Bonsé sein, der Innenverteidiger, der gleich kommen wird. Auch wenig gespielt in dieser Hinrunde. Und Chimoanga auch mit einer guten Partie, auch nach der Einwechslung in Köln. Immer einer, der da für Wirbel sorgt auf den Flügeln. Dann ist ja da noch Ingyom Jung. Der Südkoreaner auch, also da gibt es noch massig Optionen für Sven Hübscher. Und irgendwie muss er ja die Spielzeit auch verteilen. Da wird heute nicht jeder rankommen. Volkan Balicalioglu ist auch so ein Kandidat, den Sven Hübscher sehr hoch einschätzt. Aber der spielt halt nicht, wenn Sertdemir, Bravo, Gedikli da vorne zaubern. Aber jetzt erstmal der Doppelwechsel. Ja, Dienstschluss für Iker Bravo. Wird nichts mehr mit dem Tor für den Spanier. Boah. Das Wird ihn sicherlich ein bisschen frustrieren. Aber wenn das dann beim Stand von 6:0 so die einzige Enttäuschung ist, die noch persönlicher Natur ist, dann nehmen wir das gerne mit in Kauf. Er wird es bald wieder treffen im Fußballjahr 2021. So, also Abdul Bonsé, der Innenverteidiger, mit dabei, genauso wie Aron Chimoanga. Also jetzt neues Personal bei Bayer 04. Nicht mehr dabei übrigens der Kapitän Josua Ese. Das wollen wir auch noch nachreichen. Und gleich dann noch Spieler Nummer 2, der ausgewechselt wurde. Also auf jeden Fall der positionsbezogene Wechsel in der Innenverteidigung bei Bayer 04 für Josua Ese, jetzt eben Abdul Bonsé. Im letzten Jahr noch in der U19 hat die deutsche Staatsbürgerschaft und Burkina Faso, das ist die zweite Nationalität sozusagen. Und seit Sommer beim Team von Sven Hübscher. 6:0 haben wir nach 69 Minuten. Fofana, hoppla, hat man schon mal gesehen in dieser Partie. Mit dem ein oder anderen Fehler im Aufbauspiel. Sertdemir. Gedikli jetzt so ein bisschen über die linke Seite kommt. Chimoanga im Zentrum, so mit Ayman Aurier. Felix Erken, nächster guter Pass auf die 23, Noah Pesch. Und nächster Wechsel auch beim Wuppertaler SV. So wie bei Bayer 04, dann ziehen wir dann Bayer 04 vor. Noah Pesch geht raus, nicht mehr drin im Spiel. Und gleich, jetzt müssen wir mit dem Adlerauge schauen, kommt Volkan Balicalioglu, feiner Techniker, kann auf den Flügeln spielen, auch im Zentrum. Wie gesagt, ein Spieler, den Sven Hübscher da sehr hoch einschätzt. Und bei den Wuppertalern neu drin, das ist die 17, wenn ich das richtig gesehen habe. Luca González Dantas. Das ist ein offensiver Mittelfeldspieler aus der Bochumer Jugend ursprünglich. Seit 2019, genauer gesagt im November, dann zum Wuppertaler SV gewechselt. Nächste Balleroberung, Sertdemir macht ein bärenstarkes Spiel, wird aber auch gelassen im Zentrum. Also da kann er sich mit seiner Technik voll entfalten. Wuppertal hat kein Mittel, den Spielmacher von Bayer 04 da in seiner Spielkunst sozusagen einzudämmen. Dazu noch torgefährlich. Ja, das ist dann umgangssprachlich tipptopp, was Sertdemir da gespielt hat. Dazu dann eben noch ein Viererpack von Emrehan Gedikli, Aurier mit guter Übersicht, Felix Erken, starke Partie im Zentrum. Das sind die stärksten Akteure von Bayer 04 heute. Insgesamt eine gute Leistung, aber um es mit den Worten von Thomas Eichin eben aufzunehmen, dann eben geht auch trotzdem noch mehr. Den ein oder anderen Fehler im Aufbauspiel haben wir auch gesehen, wollen wir auch nicht drüber hinweg senden. Also das ist dann schon auch, da gibt es noch auf der To-Do-Liste einiges abzuarbeiten, auch fürs neue Jahr. Aber das hat definitiv Spaß gemacht in diesem Jahr, die U19 in der ersten Jahreshälfte mit Testspielen und jetzt eben auch bei den Pflichtspielen zu begleiten. Das ist guter, offensiver, schnörkelloser Fußball, so wie auch hier. Chimoanga, beinahe mit dem 7. Aber das geht dann, auch wenn sie umschalten, rasant schnell, oft zu schnell für viele Gegner in der A-Junioren-Bundesliga West. Also Wuppertal hat es in Grenzen halten können bis jetzt, zumindest in der zweiten Halbzeit, nach einem katastrophalen ersten Durchgang. Aber noch ist nicht Schluss. Etwas mehr als eine Viertelstunde haben wir noch und wir haben noch Zeit, ein paar Tore hier einzufangen. Also wir haben noch weiter Lust hier. Ich denke, da spreche ich auch in eurem Sinne, hier ein paar Tore zu sehen. Das ist auf jeden Fall der höchste Sieg in dieser Saison für Bayer 04. Das steht fest. Und man hat sich jetzt gerade auch seit Oktober dann, seit den Spielen gegen Duisburg und Schalke, als es dann zweimal recht unglücklich 2:2 ausging, auch ergebnistechnisch sehr, sehr souverän präsentiert. Und auch vor 2 Wochen eine gute Leistung abgeliefert im Derby beim 1. FC Köln. Das 1:1 schmeichelhaft für die Geißböcke. Da hatte Bayern für die deutlich besseren Chancen. Am Ende konnten die Kölner froh sein, das 1:1 über die Runden gebracht zu haben. 2 Elfmeter gab es zu sehen. Für Bayern 04 traf Iker Bravo, der dazu noch einmal Aluminium traf. Es ist zu harmlos, was der WSV da spielt. Es ist zu unpräzise. Die Flanke dann in den Rücken von Reis Meado. Das ist nicht genug, um heute hier Bayer 04 zumindest mal zeitweise in Bedrängnis zu bringen. Ja, und so bricht sie jetzt an. Die letzte Viertelstunde für die U19 Junioren von Bayer 04 im Jahr 2021. Hab's ja schon gesagt, es geht dann weiter ab dem 7. Januar mit dem Training. Am 6. Februar dann erst das nächste Pflichtspiel bei Borussia Dortmund. Dann aber direkt ein Kracher, das heißt also ein Kaltstart, dann direkt beim vermutlich besten Team der A-Junioren Bundesliga West. Wäre natürlich klasse, wenn man die in einer Woche empfangen würde, beziehungsweise dort spielen würde in Dortmund. Aber da hat sich ja der DFB da etwas anderes ausgedacht, auch was die Spiele angeht. Es wird nicht mehr doppelt gegen jeden Gegner gespielt, sondern Wuppertal bleibt ein zweites Spiel, so gegen Bayer 04 Leverkusen, auch erspart. Gibt immer nur ein Spiel gegen jede Mannschaft und so wird der Spielplan dann auch bis April, Mai ordentlich gestreckt. Durchaus nicht unumstritten. Natürlich sehen die Trainer das dann gerne auch unter dem Deckmantel Spielpraxis lieber, wenn es mehr Spiele gibt, aber so muss man jetzt da mit diesem Spielplan arbeiten, der dann sagt, am 6. Februar nächster Gegner für Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund. Sertdemir, Erken, Barak. So ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel jetzt gerade. Aurier, Barak, Aurier. Wuppertal kommt und kommt nicht an den Ball. Pesch, Gedikli. Fofana. Leon Pesch, Bruder Noah, ausgewechselt mittlerweile. Erken, Bonsé und Ali Barak, der nicht viel Arbeit hatte auf seiner linken Seite. Zwei, dreimal ganz gut geklärt hat, ganz gut im Raum gestanden hat, aber hatte da in Köln viel mehr zu tun, natürlich, logischerweise. So, was gibt's jetzt? Ein Wechsel. Ja, genau. Das hat aber jetzt lang gedauert. Also, ja, der Schiedsrichterassistent eben noch im Einsatz. Und jetzt der Wechsel der Wuppertaler. Hinausgeht Felix Sauer, die Nummer 2. Blend Janko jetzt neu in der Partie mit der Nummer 13 bei den Wuppertalern. Ein Abwehrspieler, kam aus der U17 im Sommer hoch. Ein Jahrgang weiter. Er soll mithelfen, das Ganze jetzt zumindest bis zum Schlusspfiff noch einigermaßen stabil zu halten. Barak. Aber das liegt ganz allein an Bayer 04. Wie viel Lust haben sie noch? Die Gedikli, Serdemirs und Co. hier das Ganze noch weiter auszubauen. Wie gesagt, Wuppertal etwas stabiler im zweiten Durchgang. Ja, das ist so, wie wenn du dich in der Schule von Note 6 auf die 4- vielleicht hocharbeitest. Am Ende werden die Eltern dann sagen, wenn du nach Hause kommst, verdammt nochmal, das war aber schlecht. Und genauso da steht das hier unter diesem Spiel drunter am Ende. Die Versetzung vermutlich nicht geschafft für diese 90 Minuten. Das wissen sie aber auch selbst. Die Wuppertaler haben andere Ambitionen. Der Sportchef Stefan Küsters hat es gesagt. Es ist das Ziel eben, nicht abzusteigen, hier in dieser A-Junioren-Bundesliga West unbedingt drin zu bleiben. Dafür sind sie dann eben zu groß, die Teams aus Leverkusen, Dortmund, Köln, Schalke, die ganz vorne mitspielen. Gedikli. Und nochmal eine Ecke für Bayer 04. 10 Minütchen noch auf der Uhr. Und es gibt den nächsten Wechsel. Das nutzt natürlich jetzt Sven Hübscher auch, um so vielen wie möglich Spielpraxis zu geben. Es geht Felix Erken nochmal Kompliment. Große Leistung im zentralen Mittelfeld. Heute hier das 1:0 vorbereitet und insgesamt eine sehr gute Leistung gebracht, wie ich finde. Gibt bestimmt auch nochmal ein Lob von Sven Hübscher für ihn. Holt sich jetzt den verdienten Applaus auf der Bank ab. Und Leon Köhl kommt ins Spiel, der zentrale Mittelfeldspieler. Zweikampfstarker Mann aus der U17 hochgekommen. Jetzt hat auch schon den ein oder anderen Einsatz bei der U19 zeigen dürfen. Also Leon Köhl jetzt in der Partie für Felix Erken. Ja, ist kalt, ne? Roy Stür. Da haben wir gerade mal kurz die Gymnastikübung gesehen vom niederländischen Keeper. Aber wenn es dann auch um mein persönliches Empfinden geht, was wahrscheinlich sehr unwichtig ist, würde ich lieber auf dem Platz stehen und laufen, als das Spiel im Sitzen hier zu kommentieren bei 2 Grad über 0. Also das ist wahrscheinlich dann noch angenehmer. Für die Spieler wird es dann hinterher kalt, wenn sie in die Kabine gehen. Aber sie machen es gut. Also um da nochmal den Bogen zum Sportlichen auch zu finden, das ist eine bis auf Abstriche, finde ich. Da gab es Passagen, da waren mal 10 Minuten etwas Leerlauf, da gab es Fehlpässe, da gab es auch den einen oder anderen vielleicht Leichtsinnsball, aber haben sie das hier sehr, sehr gut gelöst zum Abschluss dieses Jahres. Schauen wir nochmal aber erstmal auf Wuppertal. Janko, der neue Mann. Ja, kann nicht wirklich Gefahr anrichten, also eine konzentrierte Leistung. über weite Strecken. Klar kann man das Spiel vielleicht auch 8, 9 oder 10-0 gewinnen, kann man den einen oder anderen Angriff besser ausspielen. Das können die Trainer sicherlich hinterher noch mit der Mannschaft besprechen. Aber wenn es nach unseren Eindrücken hier geht, müssen wir sagen, das hat wie viele Spiele der U19 sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Spielfreude auch zu sehen. Die Mannschaft ist technisch hoch veranlagt. Wenn sie dann einmal in der Umschaltbewegung sind, dann geht es mit 7 Meilenschritten Richtung gegnerischem Strafraum. Und es gibt dann nicht so viele Teams, die dem Schritt halten können. Und so fällt auch diese Halbjahresbilanz sehr, sehr positiv aus von Bayer 04. Man ist voll mit dabei im Kampf um die Endrunde. Und das wäre ja mal wieder was, wenn eine U19-Mannschaft wieder um die Endrunde, die deutsche Meisterschaft, spielen kann. Das hat es lange nicht gegeben. Mir fällt jetzt ganz ehrlich sogar das Jahr nicht ein, wann das war. Aber zuletzt hatte die U17 2016 ja den Titel geholt. Das war der Jahrgang von Kai Havertz. Aber bei der U19 ist es lange her. Man hat oft oben mitgespielt. Auch in den Jahren von Markus von Aalen und Patrick Weiser war es dann oft mal Platz 3 oder 4. Aber für die Endrunde hat es in den letzten Jahren nicht gereicht. Und das hat ja auch Thomas Eichin eben durchblicken lassen. Das ist definitiv ein Ziel. Das ist nicht das alleinige Ziel, weil man ausbildet, aber es kann ein Ziel definitiv sein. Man ist auf jeden Fall jetzt mit 18 Punkten auf Platz 2 und das, da überwintert man doch ganz gerne und ist also bereit, im neuen Jahr dann Erfolg zu haben. Mit Zidan Sertdemir, mit Iker Bravo, Emrehan Gedikli und Co. in der Offensive, aber wir wollen auch das Team nicht vergessen, das, wie gesagt, einen sehr, sehr stabilen Eindruck bisher hinterlassen hat in dieser Hinrunde. Wenig Arbeit auch für den Schiedsrichter, können wir auch noch erwähnen, Alessandro Scortecce hat keine Mühe gehabt in dieser Begegnung, keine Rudelbildung, keine wüsten Zweikämpfe und so ist das Ganze dann bisher hier auch sehr fair abgelaufen. Bonsé, Leon Köhl, Barak, Fofana, Sertdemir. Oh, Traumpass auf Chimoanga. Klasse gesehen. Nur was macht er draus? Das ist die Frage. Barak. Und da ist das nächste Tor. Nicht zu fassen. 7:0. Ein Torfestival. Ein Tornado fegt über den Wuppertaler SV hinweg. Also und da macht's Volkan Balicalioglu, der Eingewechselte, noch sein Tor. Wuppertal hat da fast schon aufgesteckt im Zentrum der Innenverteidigung. Erstes Tor für Balicalioglu in dieser Saison. 7:0. Und Wuppertal wird dann am Ende froh sein, wenn's rum ist hier in Leverkusen. Jetzt gelingt noch nicht mal der Anstoß. Das sind natürlich Zeichen, dass man dann auch sagen muss, das ist der klassische gebrauchte Tag. Also, ein durchaus gelungener Nachmittag, kann man sagen. 7 Tore hat die U19 erzielt. Ich muss jetzt doch nochmal den Quervergleich loswerden. 7:1 die Profis gegen Fürth gestern, 7:0. Ja, da hat sich die U19 von Sven Hübscher auch gesagt, also was die können gegen Fürth, das können wir auch. Klasse übrigens gerade das Anspiel von Gedikli auf Chimoanga. Und sie setzen weiter nach. Also das Ziel 10 haben sie irgendwie noch nicht abgeschrieben, aber ich glaube, das wird zu knapp. 4 Minuten jetzt noch. Also wir haben sortiert. 4-mal Gedikli, 2-mal Sertdemir und Balicalioglu. 7:0 gegen den Wuppertaler SV, der da vor allem im ersten Durchgang, das muss man ja sagen, völlig auf verlorenem Posten stand. Dem Leverkusener Spielwitz der Kreativität und man muss natürlich auch sagen, der individuellen Klasse überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte. Im zweiten Durchgang haben sie es dann einigermaßen stabil halten können. Jetzt so gegen Ende hat man wieder das Gefühl, da bricht der Boden unter den Füßen wieder so ein bisschen weg. Die beiden Tore zum Schluss jetzt zum 6- und 7:0 haben das so ein bisschen verdeutlicht. Und auch er wird froh sein, dass bald Feierabend ist. Joel Nickel mit der Bilanz von 7 Spielen und 21 Gegentoren. Einen satten Dreierschnitt, was die Gegentore angeht. Das wird dann auch, obwohl es eben Bayer 04 Leverkusen war, dem Wuppertaler Verantwortlichen sicherlich deutlich zu viel sein. Wie man auch gerade beim 0:8 gegen Schalke gesehen hat, das 0:7 in Leverkusen und noch ist nicht Schluss, 0:4 gegen Köln. Also nach oben fehlt da extrem viel. Und auf der anderen Seite kann Bayer 04, wie gesagt, zufrieden sein. Man ist weiter ungeschlagen, hat heute nochmal ein Fußballfest zelebrieren dürfen und geht so als Tabellenzweiter in die Winterpause. Sertdemir hat er noch einen auf Lager. Köhl, Fofana, wieder Sertdemir, Leon Köhl. Ingyom Jung noch draußen, ebenso wie Emre Aksoy, sowie Maximilian Neutgens für das Tor. Die bisher nicht zum Einsatz gekommen sind. Ja, und Wuppertal will nur noch eigentlich den Schlusspfiff erleben, steht nur noch hinten drin und wartet ab. Bitterer Nachmittag oder Vormittag besser. Zur Brunchtime gab es dann für die Wuppertaler absolut nichts zu holen. Oh, Barak wird da nochmal rasiert in der 90. Minute. Vielleicht auch ein bisschen Frust dabei beim Wuppertaler Stürmer Nubisi Nukomo. Die gelbe Karte hat der Schiedsrichter auf jeden Fall bereitgestellt für dieses Foul. So, und das war die letzte Aktion. Wir sahen nochmal ein Fußballfest zum Jahresabschluss der U19 von Bayer 04. 7:0. Gestern die Profis mit dem 7:1. Jetzt das 7:0 gegen den Wuppertaler SV. Heißt summa summarum, die Werkself Junioren springen auf Platz 2 in der Tabelle. Borussia Dortmund vorne mit 22 Punkten. Und dann kommt schon Bayer 04 mit 18 Zählern. Das heißt also, man hat eigentlich im Vergleich auch zu Schalke, die hinter Essen auf Platz 4 im Moment liegen, sogar noch ein Spiel weniger ausgetragen. Also, das verspricht viel für das Fußballjahr 2022. Wir sehen hier nochmal Zidan Sertdemir, Doppelpacker heute. Überragendes Spiel gemacht, genauso wie natürlich der vierfache Torschütze Emrehan Gedikli. Balicalioglu erhöhte am Ende auf 7:0. Also wir schauen gleich nochmal, weil es so schön war, zusammen auf die Highlights mit euch. Das war ein schöner Jahresabschluss. Wird sicherlich auch Sven Hübscher, der Trainer der Werkself Junioren, finden. Hier sehen wir Ramazan Özcan, den Torwarttrainer, der auch zufrieden sein wird, dass sein Schützling Roy Stür die weiße Weste heute mit unter den Weihnachtsbaum legen kann hier. Denn, wie gesagt, es war das letzte Spiel der A-Junioren von Bayer 04. In diesem Jahr weiter geht es am 6. Februar mit der Partie bei Borussia Dortmund. Hier sehen wir nochmal die Wuppertaler, die sich möglicherweise ein bisschen was anhören müssen von ihrem Trainer Fabian Springob. Insbesondere ob der dann doch sehr desolaten ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang konnte man es noch verwalten und im erträglichen Rahmen halten. Also Wuppertal ohne Chance in Leverkusen und wir sehen gleich dann nochmal zusammen, warum das Ganze so war. Und zwar hier. Da ging es dann los mit der ersten Möglichkeit durch Iker Bravo. Der Spanier heute glücklos im Abschluss. Aber klasse dann, wie Felix Erken Emrehan Gedikli auf die Reise schickte. 1:0. Und das war der Beginn eines Offensivfeuerwerks von Bayer 04 im ersten Durchgang. Gutes Auge hier von Felix Erken und da lässt sich ein Emrehan Gedikli nicht zweimal bitten. Es ging gnadenlos weiter Richtung Wuppertaler Tor. Diesmal Emrehan Gedikli über die linke Seite und Zidan Sertdemir spazierte zum 2:0. Der stand gefühlte 5 Minuten frei im Strafraum. Wuppertal nur ballorientiert und nicht den Raum deckend unterwegs. Das 2:0, das stellte dann frühzeitig die Weichen auf klaren Erfolg für Bayer 04, die weiter Druck machten gegen das Tor von Joel Nickel, der einem ein bisschen leid tun konnte. Und dann ein Schmankerl des Tages. Der Freistoß von Zidan Sertdemir, raffiniert, unten durch, abgefälscht, Innenpfosten drin. Sieht man auch nicht so häufig, aber warum auch nicht? Mal versuchen, wenn dann alle hochspringen. Das 3:0 also. Und Wuppertal war in der ersten Halbzeit noch nicht erlöst. Schöner Seitenwechsel von Felix Erken. Noah Pesch und Emrehan Gedikli, als wäre es eine der leichtesten Übungen des Torjägers vom Dienst bei der U19. Möglich auch wäre gewesen, für den Keeper da rauszukommen. Joel Nickel sehen wir hier nochmal. Dann kann er den Ball vielleicht abfangen. Dann Slapstick pur beim 5:0. Katastrophaler Pass von Felix Sauer. Der war das dann, der Emrehan Gedikli auflegte. Eine Chance hatten die Wuppertaler, die haben wir gerade gesehen im ersten Durchgang. Das war es dann auch. Und in Durchgang 2 eröffnete Ayman Aurier mit dieser, man kann schon sagen, Mega-Chance. Eine gute Szene dann vom Kapitän der Wuppertaler Ardit Selmani. Das war dann mal wieder so etwas wie Torgefahr. Letztlich aber muss man dann sagen, dass Bayer 04 das Ganze souverän nach Hause brachte. Gedikli mit seinem 4. Treffer, gute Spieleröffnung von Sertdemir, Aurier mit der Vorlage. Dann wieder Sertdemir, Aurier. Und am Ende dann das 7:0 durch Volkan Balicalioglu. Also keine Chance für die Verteidiger von, jetzt habe ich mich sogar schon verzählt, das war erst das 6:0. Das ist dann oft so, dass das dann zu viele Tore sind für den Reporter. Da schafft das nicht mehr mitzuzählen. Also natürlich das 7:0 durch Balicalioglu, Vorlage Ali Barak. Das wollen wir dann so halten. 7:0 am Ende. Es war ein gelungener Fußballvormittag. Hat Spaß gemacht und weckt Lust auf das Fußballjahr 2022. Das soll es hier aus dem Ulrich-Haberland-Stadion gewesen sein. Ganz langsam. Nochmal zurückgespult. Das soll es hier gewesen sein aus dem Ulrich-Haberland-Stadion. Bayer 04 schlägt Wuppertal mit 7:0. Euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit, falls wir uns nicht mehr hören. Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Zuvor ein gesundes Weihnachtsfest. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder zu den Übertragungen der U19-Mannschaft von Bayer 04. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.